Hier ist wieder die Gabi von Gabis Kochbuch und ich möchte mit euch heute ein Karottenbrot zubereiten. Und da möchte ich versuchen, ob wir das vielleicht dreifärbig machen können. Und wir brauchen dafür Mehl, Backmalz. Backmalz braucht es jetzt nicht unbedingt, wenn ihr es nicht zu Hause habt. Wenn schon, macht eine schönere Kruste. Dann brauchen wir Germ. Meine Germ ist eine Hefe. Wir brauchen lauwarme Milch, lauwarmes Wasser, zimmerwarme Butter, Zucker und dann habe ich Karottenpüree, also die habe ich einfach gekocht und nur zerdrückt aus orangen, gelben und violetten Urkarotten. Und zu den gelben Karotten habe ich jetzt auch noch etwas Kurkuma dazu gegeben, damit es vielleicht noch ein ganz klein bisschen besser färbt. Ich bereite jetzt einmal meinen Grundteig vor. Und dafür nehme ich meine Germ, gebe etwas Milch dazu und den ganzen Zucker. Und da drinnen löse ich die jetzt auf. So verteilt sie sich dann viel leichter und viel, viel einfacher in meinem Teig dann. Ich hatte das schon, wenn man es nur hineinbröselt, dass irgendwo so Bröckel dann sind. Und dann geht der Teig nicht schön gleichmäßig und gut auf. Wenn wir das erledigt haben, geben wir gleich das Mehl dazu. Dann die Milch und die Butter. Butter soll so zimmerwarm bis weich sein. Und jetzt gebe ich noch das Wasser dazu. Und ganz zum Schluss salze ich meinen Teig noch, gebt mir das Salz gleich zur Germ, weil die Hefepilze, die würden mit dem Salz reagieren, das gibt eine Säure und dann würdet ihr die Pilze zerstören. Und jetzt werde ich diesen Teig mit dem Mixer mal gut durchkneten. Wenn der Teig beginnt sich vom Rand zu lösen, dann werde ich ihn in drei Teile teilen. Jeden Teil gebe ich in eine Schüssel. Und dann kommt das Karottenpüree dazu. Und da werden wir jetzt jede Farbe einzeln noch einmal kneten. Jetzt haben wir drei unterschiedlich eingefärbte Teige. Ich werde es jetzt mit einem Tuch abdecken und lasse jetzt einmal eine halbe Stunde an einem warmen Ort aufgehen. Unsere drei Teige sind jetzt schön aufgegangen und jetzt werde ich sie einfach einmal ein bisschen wirken, dass sie eine schöne Oberflächenspannung bekommen. Dazu werden sie einfach zusammengeschlagen und nicht mehr viel geknetet. Ich muss mir jetzt erst einmal überlegen, wie ich sie dann zusammensetzen werde, dass wir ein bisschen ein Motiv bekommen und diese verschiedenen Farben dann auch sieht. Ich werde mal mit dem beginnen, den einmal ein bisschen auseinanderziehen. Violetten dazugeben. Auch ein bisschen ziehen. Und dann gehen wir zum Schluss noch den gelben dazu. Jetzt werde ich unsere Teige einfach einschlagen. Mehl wäre nicht schlecht gewesen, dann würde die Unterlage auch nicht so wandern. Und jetzt werde ich sie noch so gegen gleich ein bisschen verdrehen und so gebe ich sie jetzt in meine Backform.
Der Brotteig hat jetzt noch einmal eine Stunde aufgehen dürfen. Ihr seht wunderbar, wie sich das Volumen vervielfacht hat. Den Backofen habe ich jetzt auf 220 Grad Umluft vorgeheizt und da drinnen werde ich das Brot jetzt auf unterer Schiene ca. 30 Minuten backen und vorher streichen wir es noch mit Wasser ein. Unser buntes Karottenbrot ist jetzt fertig gebacken. Ich habe es aus der Form genommen und habe es abkühlen lassen und jetzt für euch aufgeschnitten. Man sieht ganz schön die drei Farbschichten. Natürlich Violett ist ganz besonders dominant. Ein herrlich flaumiges, ganz leckeres Brot, und es schmeckt auch noch sehr, sehr fein. Und das werde ich mir jetzt mit einem Frischkäseaufstrich und Eiern zur Jause gut schmecken lassen. Es freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Bis zum nächsten Mal.